Hallöchen, liebe Zuschauer, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Ja, eigentlich wollte ich gerade eine Folge Pirate 101 aufnehmen, aber leider ist Drecks Schattenklinge nicht anwesend. Deswegen muss ich jetzt hier mal Wizard stattdessen aufnehmen. Das heißt auch, dass nächste Woche oder jetzt in dieser Woche zwei Folgen Wizard erscheinen werden und eine Folge Pirate höchstwahrscheinlich, weil eine weitere werden wir wohl heute nicht mehr aufnehmen können. Und wir werden heute hier in Wizard weitermachen mit unserem Bosskampf gegen Tung Ak. In der letzten Folge haben wir uns das schon mal so ein bisschen angeguckt und der war jetzt gar nicht mal so übelst schlimm. Gibt sich allerdings in jeder Runde eine 500 Schadensklinge, die wir irgendwie umgehen müssen oder der wir irgendwie widerstehen müssen halt. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir werden heute wieder in diesen Tempel zurückkehren und nochmals gegen Tung Ak antreten. Wir kriegen das mit Sicherheit hin. Schon irgendwie interessant jetzt hier immer diesen selben Artstyle zu sehen. Also Pirate und Wizard haben ja die gleiche Engine. Nur halt ein komplett anderes Spiel dahinter vorzufinden. Zwei Polygone sogar. Ui. Ich hatte vorhin, während ich meine Testaufnahme gemacht hatte, mal kurz einen kleinen Server-Lag. Also ganz eliminiert scheinen die noch nicht zu sein. Aber ich denke mal, jetzt in der Folge wird eigentlich nichts mehr dergleichen kommen. Ich hoffe es zumindest. Wir werden es sehen. Vielleicht kommt doch zwei Folgen Pirate. Es kommt jetzt darauf an, ob Rex noch zurückkehrt rechtzeitig oder nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt. Und ob ich da noch Zeit habe, was aufzunehmen, weil ich muss heute auch noch was anderes machen. Ihr werdet es im Uploadplan dann gesehen haben. Wenn diese Folge rauskommt, ist der Uploadplan ja auch schon veröffentlicht. Gut, ja, da ist er wieder. General Tung Ak. Wir haben immer noch unser Bosskartenspiel natürlich da. Und gehen hier so mit. Direkt einmal rein. Okay. Dann fangen wir an. Dieses Mal dürfen wir sogar beginnen. Und jetzt kommt wieder hier diese Klinge, die jede Runde kommt. Aber wie gesagt, es ist nur 500 Schaden. Das sind nicht 500%. Also nichts, was irgendwie so übelst krass wäre. Übrigens möchte ich mich schon mal im Vorab dafür entschuldigen, falls ich ein bisschen abwesend mal von Zeit zu Zeit sein sollte. Ich muss hier nebenbei ein bisschen was auf WhatsApp schreiben, da geht gerade ein bisschen was ab. Ui! Okay, das hat er in der letzten Folge nicht gemacht. Er kann sich also nicht nur Klingen zaubern, sondern auch alternativ einen Schild. Und das Ding absorbiert jetzt 1500 Schaden. Das ist jetzt nicht wenig. Also da war mir die Klinge lieber. Was ist das jetzt? Okay. Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt in dieser Folge so viel mehr abgeht als in der letzten. Weil da hat er diesen wachenden Geist eigentlich erst nach 5-6 Runden gemacht. Jetzt macht er ihn direkt. Das ist gefährlich. Anscheinend ist es irgendwie random, was er macht und wann er was macht. Interessant. So, irgendwie ist das Spiel gerade ganz schön laut auf meinen Ohren, weil ich den Ton letztens bei der Pirate-Aufnahme absolut umgestellt habe. Das sollte jetzt für euch keinen Unterschied in dieser Folge machen jetzt hier, aber ich höre es bei mir halt lauter. Das kann weg, dann mache ich jetzt einen Feuerkessel und dann hoffe ich, dass wir demnächst mal angreifen können. Boah, diese Schilde sind aber auch nervig. Und er belebt sich einmal wieder, wenn wir ihn jetzt töten. Das
Dürfen wir auch nicht vergessen. Die Frage ist, wie viel Prozent er jetzt geheilt bekommt von dem wachenden Geist. Das gibt ja auch da unterschiedliche Varianten. Schwer zu sagen. Falls ihr ein Geräusch übrigens im Hintergrund hört, was ein bisschen poltert, dann ist das meine Waschmaschine, die jetzt gerade noch kurz an ist. Ich fahre nämlich morgen weg, deswegen muss ich jetzt ja auch diese Videos hier vorproduzieren. Für eine Woche und ich musste gerade noch mal kurz ein bisschen Wäsche. Ein bisschen Wäsche waschen. Ist ein bisschen kurzfristig, aber irgendwie habe ich so wenig Zeit gehabt diese Woche, dass das halt jetzt nur gerade mal so zwischen den Türen möglich ist. Es ist nur ein Triant, der jetzt hier kommt, aber trotzdem hat er drei Klingen drauf. Könnte... Ah, okay, 1200, das ist ja noch irgendwo okay. Oh Gott, der hat Feuerpips, Lebenpips und ein Schattenpip, also fast das komplette Arsenal. Ich mache jetzt einen Feuerdrache. Ah, und jetzt, wo er die Klinge verwendet hat, macht er sich eine neue. Er hat sogar noch Feuer widerstehen. Das setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Wenigstens kümmert sich dieser Rundenschaden jetzt um die ganzen Schilde. Ist ja auch von Vorteil. Und das wird jetzt wehtun. Kritisch und plus 500. Macht auch nochmal 1200 Schaden und so langsam... Bräuchten wir dann jetzt mal die Unterstützung von Luna. Und zwar ganz, ganz dringend. Er hat jetzt noch 6000 Leben. Ich werde hier wahrscheinlich nicht ohne neue Mischen zu benutzen aus dem Kampf rausgehen. Ne, okay. Es ist wirklich random, ob er den Schild macht oder die Klinge. Und jetzt wird's böse. Sehr gut, dass wir das geblockt haben, war wichtig. Gott. Hilfe. 2000 fast. Und Luna bewegt immer noch keinen Finger. 5400 hat er jetzt noch. Ich mach mal noch eine zweite Elementarklinge. Und greife ihn dann in der nächsten Runde, kurz bevor mein Feuerkessel verschwindet, nochmal an. Ja, und dann hoffen wir mal, dass ihn das killt und dann hoffen wir, dass er mit nicht so viel Leben wieder zurückkommt. Der Rundenschaden ist jetzt auf jeden Fall weg und er kann nochmal angreifen, weil er irgendwie nur so kleine Angriffe die ganze Zeit macht und dadurch kaum Pips verbraucht. Also der Kampf ist schon auf den zweiten Blick deutlich fieser als auf den ersten. Ja, und jetzt kommt nochmal ein kritischer Schlag, der uns fast tötet. Und es juckt Luna einfach gar nicht. Sie macht weiterhin nichts. Als wäre es ihr komplett egal. Aber wenigstens müssten doch seine Pips theoretisch dann weg sein, wenn er jetzt wiederbelebt wird, oder? Ich meine, dass das so ist. Okay, er blockt nicht. Habe ich überhaupt gekrittet? Ich habe gerade gar nicht geguckt. Es reicht auf jeden Fall aus. So, wie viel kriegt er jetzt? Nicht viel. Und er hat tatsächlich nur einen Pip und 2000 Leben. Das ist nicht viel. Das kann man schaffen. Je nachdem, ob er sich jetzt wieder ein Absorptionsschild holt, natürlich. Natürlich holt er sich den.
Oh, wehe, du heißt dich jetzt. Das nicht, aber er bereitet sich darauf vor, sich zu heilen. Ich mache die zweite Klinge noch, einfach damit ich hier jegliche Chance, die ich habe, noch nutze. Und wenn er mich jetzt nicht tötet, dann könnten wir mit ein bisschen Glück ihn jetzt besiegen. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein kritischer Treffer, der durchgeht. Ja. Schön. Geschafft. Invincible, huh? They lied to me. The heavens lied. I am not blessed. I am cursed. This stone wills my defeat. So now what? Do you finish me? Tempting. But I think instead you will make a better gift for the Emperor. What greater shame than to live out your days a trophy for Mushu. Better than what awaits you. There is something darker here yet. The servants of the Manticore wait, and they watch. And they will devour you. Der Manticore, okay. I've been devoured by a Manticore. The Manticore severely regretted it. Wizard, I'll secure him for transport to Kathmandu. There we can arrange a new caravan to the Jade Palace. Meet you outside. Okay, was will jetzt hier der Bibliothekar von mir? Wahrscheinlich ist meine, ja, meine Goldkarten-Dings-Tasche, was auch immer, voll. Dann schmeißen wir mal ein bisschen was weg. Diese ganzen Astralkarten hier zum Beispiel, die sind meistens sowieso relativ unnütz. So. Sehr gut. Und dann gehen wir hier einmal wieder raus. Sieht von der anderen Seite auch sehr wild aus hier, dieser Ausgang. Raus aus dem leckenden Gebiet. Wizard, find me. Ja, das war ja klar, dass der jetzt wieder mit uns reden wird. Was ist das denn? Here, open my eyes. Reveal to me myself. Was zur Hölle ist das für ein komischer Bilderrahmen? Okay, was geht denn jetzt ab? I am here. It is good to see you again, Wizard. Okay, das ist angeblich Dasein, aber wir kennen diese Erscheinung hier. Das sind eigentlich wir selbst. Das ist nämlich das göttliche Paradoxon und das kennen wir ja aus Empyrea. Diese Rüstung haben wir selbst schon getragen. Und wir sind hier irgendwie inmitten der Welten. Nukleus-Galerie heißt das Ganze. Was zur Hölle, ey, das ist ja komplett crazy. Da stehen sogar Leute und hier hinten sind ein Haufen Türen. Vielleicht ist das Finale von Empyrea, warum sage ich ständig Empyrea? Von Novus auch nicht im Stein des Himmels, sondern hier in dieser Galerie. Aber trotzdem fehlt immer noch diese gottverdammte La Ville Rose, die wir immer noch nicht betreten haben. Ich frage mich echt, wann die kommt. Und hier sind ganz viele von diesen, ja, von diesen Bilderrahmen. Und nur der hier hinten ist jetzt geöffnet, da wo wir hergekommen sind. Kann ich den auch verwenden, um wieder zurückzukommen? Nein. Okay. Apologies for my silence. I have not been myself, not completely. Indeed, it seems I have been split into several shards, several frames of mind. Each frame is an impulse, an unconscious fragment of myself, and each seems to innately reflect the peoples who inhabit its shard. Aber seine Rüstung ist cooler als die, die wir damals anhatten, weil die jetzt auch so blinkt, also so ein bisschen leuchtet. Das hatten wir nicht. See, this frame on the stone of heaven, as you call it, turned Tonok's toxic dreams into reality. But it was reflex,
I didn't do it consciously. I wanted to join the spiral, to become a new thing in the everything. I blended shapes and magic to create what I wanted to be. Something for everyone. Okay, er kann anscheinend jede beliebige Gestalt annehmen. Also er ist eigentlich nicht materiell, sondern er ist halt diese komplette Welt praktisch gerade. I think this is why the world synthesizer fragmented me so. Everyone wants something different. And in this fragmented state, I am weakened. I feel the other shards, but I can't see or control them. They are contorted by contradictory whims, and thus I am twisted into incompatible shapes. These exertions are straining me. These quiet tensions cause stress, which manifests as creatures, monsters, enemies. Help me expand my Gott, Nana, Hilfe. Open frames on other shards to connect me to myself, strengthening me, mind and body, to deny evil wants. I wish to join the Everything Wizard, but right now the Everything is tearing me apart. Please, help me. Das ist ja schon wieder komplett crazy. Und wir haben einen Levelaufstieg. Yay, Stufe 155. Sehr schön. Können wir eigentlich mittlerweile wieder irgendwelche Zauber hier aufwerten? Nee, sieht nicht so aus. Nope. Naja, dann halt nicht. I took Tongok back to Kathmandu and returned to find you staring blankly at this thing. Also, the sky changed. Seemed to be more of those breaches Tongok was using to attack Kathmandu, but they're looking toward Conidus? What happened? Frame of mind, huh? And now you need to find more? Maybe the people in Conidus can guide you there. Wish I could help. But Kathmandu's in rough shape. I think I need to help them rebuild. As they would say, our strings disentangle here. Unless you want to come down and lend a hand. Otherwise, thank you, Wizard, for showing an old warrior there are still adventures to be had. Also betreiben wir jetzt so ein bisschen Backtracking und gehen dann wahrscheinlich im Rahmen von diesen ganzen Sachen noch in die Labyrinthe mit rein. Sehr, sehr interessant. Ist auch mal ein bisschen was anderes. Es ist nicht so ein lineares Weltendesign. Ach du Schande, jetzt hat sich hier oben auch ganz klar ein Portal geöffnet zum Stein des Himmels. Das sieht ja crazy aus. You must help me. They refuse to leave. Und da ist sie wieder, die uns ja schon mal gewarnt hatte, dass wir hier ganz schnell verschwinden sollen. Ich glaube, jetzt, wo dieses Ding hier am Himmel schwebt, wird ihre Warnung noch deutlicher. Marleybone, Polaris, Monkista and Valencia have all gathered in that large tent to discuss permanent settlement. I don't care about Kathmandu. I mean, I do care. Of course I care. I've no doubt Mubu can handle it. We have to save the settlers of Novis. Like I told you before, this world is a trap. It leeches off them, absorbs them, becomes them. You spoke to it? What did it say? They are dividing it? Causing it stress? Which leads to creatures like Urks? What monsters will it create if stress turns into rage? Quickly, we must warn the spiral powers of the danger. To the conference tent! Ja, weil die uns auch ganz bestimmt zuhören werden. Die sehen immer noch diese neue Welt, sind komplett verblendet davon und wollen die für sich beanspruchen. Und ich glaube nicht, dass wir die davon abbringen können. It's the tiger again. You deal with her, right? I've had my fill of apocalyptic rhetoric for one day. Very well. In the name of the Free People's Republic of Pinguinonia, shining jewel of Polari, I hereby order you to scoot. But that is what I am saying. We must all scoot. Scoot for our lives. The world itself cries out for us to scoot. Can't you hear it scream? My friends, allow me. In Valencia, we have a most effective method for resolving all disputes of this nature. Arm yourselves for now,
We duel. Was? Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Doch, die wollen jetzt gegen uns kämpfen. Okay, Leute, das machen wir aber in der nächsten Folge, weil ich jetzt heute noch ein bisschen was machen muss. Und dadurch die Aufnahmen leider nicht so in die Länge ziehen kann. In der nächsten Folge machen wir hier weiter. Und dann kämpfen wir uns durch die Leute, denen wir eigentlich helfen wollten. Das ist mal wieder richtig paradox hier. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Und danke an meine Kanalmitglieder. Ganz, ganz lieben Dank an Manuel, Basti, an Kalia und an Rex Schattenklinge. Und dann sehen wir uns sehr gerne, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Ja, toll. Ich kann schon kein Deutsch mehr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.